Ich habe mich schon beruflich an verschiedenen Orten für die Nachhaltigkeit engagiert. Beim Bundesamt für Umwelt BAFU, beim WWF Schweiz und auch in Firmen, die ich selber gegründet habe. Heute arbeite ich bei Sanu Future Learning AG, die im Bereich Bildung und Beratung für die Nachhaltigkeit tätig ist. Die drei verschiedenen Welten, von den Unternehmen, von den Organisationen und auch von der Verwaltung, die interessieren mich und auch wie man Menschen, die dort aktiv sind, kann zum Handeln bringen, zum Handeln für die Nachhaltigkeit. Sanu ist eine Pionierin in ihrem Bereich. Seit 30 Jahren beraten wir und bilden wir Menschen und Organisationen aus, wie sie sich für die Nachhaltigkeit engagieren können und den Veränderungen begegnen, die wichtig sind in diesem Bereich. Führungskräfte müssen Gemeinsinn entwickeln. Zusammen mit ihren Mitarbeitenden müssen sie eine Vision haben, wie es in die Zukunft geht, was die Unternehmung will und welchen Sinn sie verfolgen. Sie müssen zusammen eine Perspektive einnehmen auf die Herausforderungen und die Zukunft, die auf ihre Unternehmung wartet. Ebenso müssen Führungskräfte Räume auftun können. Räume, wo die Mitarbeitenden Mut entwickeln, wo sie Lösungen finden und wo sie die Werte vorleben können, die Werte, die die Unternehmung prägen, die sie im Alltag mitnehmen. Damit Nachhaltigkeitsfragen in Führungsausbildungen verankert werden, in der ganzen Bildungslandschaft der Schweiz, braucht es vor allem eins, nämlich Leadership. Wir müssen zusammen eine Vision entwickeln, wir müssen die Räume schaffen, um neue Aus- und Weiterbildungen zu haben, wir müssen neue Partnerschaften eingehen, wir müssen motivieren und eine Strahlkraft entwickeln, dass alle Institutionen mitkommen und es braucht ein gemeinsames Dach. Diese Initiative bringt all das mit sich.